Der liebe Chris hat drei neue Strategien, um Online-Geld zu verdienen und das ohne Startkapital. Und wir schauen uns das Video an. Mein Name ist Michael Kotze. Du bist auf dem Kanal Geld verdienen im Internet bei Michael Kotze. Das bin ich. Und gerne abonnieren, gerne die Glocke betätigen, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir schauen uns jetzt die Strategien an. Online ein paar Euro extra verdienen. Klingt in der Theorie verdammt gut, in der Praxis leider nur meistens kompletter Schwachsinn und oder mit irgendwelchen dubiosen Sachen verbunden. Die Gruppe ist das Geilste. Das ist aber heute ganz anders. Naja, du brauchst ja einfach auch nur mal deinen Kopf anzustrengen oder so. Wenn es 1% Rendite am Tag gibt oder sonstige Sachen, dann, wenn jemand sagt, es ist einfach ohne Vorerfahrung, schwierig, aber nachhaltig sich etwas aufzubauen online, wo man einen Mehrwert gibt, wo man Produkte verkauft, Produkte erstellt, Dienstleistungen erstellt, das dürfte natürlich klar sein, dass das online sehr, sehr gut funktioniert. Ich zeige dir drei Methoden, mit denen du wirklich online 100 Euro pro Tag verdienen kannst. Dazu brauchst du kein Startkapital, kein Vorwissen und musst auch nicht irgendeiner Telegram-Gruppe beitreten. Du musst dein Köpfchen ein bisschen anstrengen. Schade, vielleicht kennst du meine Telegram-Gruppe. Dort gibt es einen täglichen Austausch oder auf jeden Fall regelmäßig tolle Inspiration von mir. Und ein wenig Zeit investieren. Damit wirst du sicherlich nicht über Nacht reich werden, aber kannst dir ein paar Euro nebenbei ganz einfach verdienen. Was auch ganz einfach ist, ist diesem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben da zu lassen. Ich würde aber sagen, wir verlieren gar nicht mehr allzu viel Zeit und springen direkt hinein. Als kleiner Disclaimer, wir werden auf keine der Methoden allzu genau eingehen und das Ganze nur so übersichtsmäßig einmal besprechen, da das... Okay. Ganz kurz, ist auch klar, weil ich bin ja eigentlich im Affiliate-Marketing tätig und das war auch so das Erste, wo ich richtig Geld verdient habe im Internet oder heute immer noch verdiene. Viele Strategien sind im Klein-Klein dann halt sehr umfangreich. Natürlich, Affiliate-Marketing, poste ein paar Links auf deinen eigenen Blog und keine Ahnung was, aber wie bekommst du Besucher auf deinem Blog, wie erhöhst du das SEO-Ranking, dass dann halt deine Beiträge bei Google angezeigt werden. Wie sorgst du dafür, dass dann halt die Leute unterhalten werden und die richtigen Produkte ausgesucht werden und. Das ist dann halt alles ein bisschen komplizierter und deshalb brauchst du dann halt höchstwahrscheinlich auch ein Coaching, wenn du dann halt im Klein-Klein reingehst. Einfach sonst den Rahmen des Videos sprengen würde. Wenn ihr aber zu einzelnen Themen gerne eine genauere Beschreibung haben wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann kann ich zu den einzelnen Methoden noch ausführliche Videos machen. Als allererstes wollen wir heute mit etwas sehr Fortschrittlichem starten, wo wir wirklich ganz am Zahn der Zeit sind und die aktuellsten Tools nutzen, die uns so die Welt zur Verfügung stellt. Denn wir werden AI-Technik. Ui! Benutzen, um hier Geld zu verdienen. Potenziell habt ihr in den letzten Wochen oder Monaten vielleicht schon einmal etwas über einen AI-Writer bzw. AI-Writer im Allgemeinen gehört. Unter anderem wegen der großen Funding-Runde von Jarvis war das in den letzten Wochen ein wenig in Twitter und allgemein auf Social Media etwas verbreiteter als sonst zuvor. Wir können diese tolle Technologie, die uns AI bietet, nutzen, um Texte aller Art zu schreiben und das wirklich auf eine ganz magische Weise. Ich glaube, am besten ist es, wenn wir uns das Ganze einfach einmal gemeinsam anschauen und dann versteht man vielleicht schon. Okay, ich bin gespannt, welches Tool er benutzt. Es sind ein paar auf dem Markt. Die Qualitätsunterschiede sind gigantisch. Okay. Was man damit so alles machen kann. Ich bin hier gerade auf der Webseite von OpenAI, das ist eine riesige AI-Firma, also künstliche Intelligenz-Firma, die mit GPT-3 ganz weit vorne dabei ist, wenn es eben darum geht, Texte zu generieren mit künstlicher Intelligenz. Wenn ihr die ganzen Worte und vielleicht auch die Sachen, die hier stehen, aktuell noch gar nicht sagen, gar kein Problem, das meiste musst du gar nicht verstehen. Es geht eigentlich nur darum, dass du siehst, was diese Software bzw. dieses Programm eigentlich so kann. Von OpenAI gibt es einen Playground, letztendlich einen Spielplatz, wo man einfach so ein bisschen rumprobieren kann und einfach mal testen kann, was die Software so alles kann. Man kann dort dann einfach einen Befehl eingeben, den ich jetzt hier zum Beispiel eingegeben habe, schreibe eine ausführliche Produktbeschreibung auf Deutsch für ein schwarzes T-Shirt mit einem Lorbeerenkranz und danach drückt man dann auf Submit. Hier rechts kann man noch einige Einstellungen machen, ist aber erstmal nicht weiter relevant und dann nach wenigen Sekunden haben wir hier eine Antwort, nämlich eine kurze kleine Produktbeschreibung für ein T-Shirt, wie es das hier gerade ist. Wir können das Ganze dann auch regenerieren und nochmal einen weiteren Vorschlag regenerieren lassen von dieser AI eben hier. Wir können das immer und immer wieder machen und bekommen. Also ich würde sagen, die Texte kann man zu 70
bis 80% benutzen. Das kommt echt auf die Nische darauf an. Und ein bisschen was umschreiben und so. Ja, aber im Großen und Ganzen, ja. Immer wieder neue Ergebnisse. Generell sei gesagt, dass vermutlich die allerwenigsten wirklich OpenAI so kennen und wissen, dass man das hier machen kann, beziehungsweise dass man hier einfach eigene Befehle eingeben kann und dann eben Antworten von einer AI bekommt. Das Allerbeste daran ist außerdem, dass man, wenn man sich ein OpenAI-Konto erstellt, bekommt man $18 an Guthaben, einfach mal kostenlos, um das Ganze zu testen. Jetzt denkt man sich, $18, das hält ja vermutlich nicht allzu lange, aber das hält unfassbar lange. $18 bringen einem mehr oder weniger 750.000 Wörter. Das bedeutet. Was? Okay. Leute, du kannst hier komplett kostenlos. Warum sage ich jetzt was? Es gibt andere Tools, die nehmen so für 40.000 Wörter $40 oder so. Im Monat, als Abo, Jahresabo schon. Alle möglichen Texte generieren lassen, was auch immer es sein mag. Wie bereits gesagt, man muss auf jeden Fall ein bisschen rumprobieren und die richtigen Befehle finden, um diese... Genau, du musst diese KIs auch gut füttern. Dann kann das ganz gut funktionieren. Also mit ein paar Stichpunkten oder so ist es manchmal ein bisschen schwieriger, aber umso besser du sie fütterst, das Ergebnis wird dann immer besser. Und das ist halt so ein Thema, wo ich dann halt echt auch gespannt bin in den nächsten Jahren. Hier einzugeben, um damit eben genau das zu bekommen, was man möchte. Aber dann, wenn man das einmal hat, spuckt einem OpenAI wirklich unfassbar gute Ergebnisse raus, die man für ganz, ganz viele Sachen nutzen kann und das eben in allerkürzester Zeit. Ich muss tatsächlich zugeben, dass OpenAI mittlerweile in meinem ganz normalen Workflow total integriert ist und ich das immer wieder für alle möglichen Aufgaben nutze. Ich gebe euch mal ein ganz spezifisches Beispiel, damit man das Ganze noch besser versteht und noch mehr sieht, was man hier eigentlich alles machen kann. Zum Beispiel mache ich einen neuen Blog über das Thema Unternehmertum bzw. Business im Allgemeinen, gebe also hier das hier ein, weil ich eben dafür eine Tagline brauche und lasse mir in Sekundenschnelle Taglines generieren, die ich so vermutlich mir nie ausdenken hätte können und kann mir hier aus dieser riesigen Auswahl etwas auswählen. Und das funktioniert tatsächlich für alles. Also ihr könnt euch hier jeden Text generieren lassen, den ihr möchtet. OpenAI bzw. das Modell dahinter, GPT-3, baut auf ganz viel Wissen des Internets auf und hat dadurch eine unfassbare Vielfalt an Informationen, die dort drin gespeichert sind und die eben genutzt werden können, um dir auf alle möglichen Dinge Antworten zu geben bzw. alle möglichen Texte zu generieren. Wie du jetzt bereits gesehen hast, auch als Person, die nicht so viel Bezug zum Texteschreiben hat, wie zum Beispiel ich, gibt es nun Möglichkeiten, sich einfach Texte von einer AI generieren zu lassen, diese potenziell noch ein bisschen zu optimieren und dann wirklich für alle möglichen Bereiche Texte anbieten zu können. Und was können wir mit diesen Texten machen? Wir können ganz viel damit machen. Dort ist natürlich auch wieder deine Kreativität gefragt. Nur mal, um ein paar Beispiele zu bringen. Wir können zum Beispiel auch... Also ganz, ganz wichtig, ne? Wenn ihr das jetzt als Dienstleistung anbietet, ich war am Kotzen. Aber bei Textbroker habe ich Texte in Auftrag gegeben. Habe da, glaube ich, 500 Euro überwiesen, habe da immer noch 100 Euro Guthaben und habe Texte. Und die Texte wurden alle mit künstlichen Intelligenz erstellt. Aber bei kurz eine Beschreibung von 3 Sätzen zu schreiben, ist was anderes, wie dann halt einen Text mit 1000 Wörtern, der Mehrwert haben soll und dann halt Schritt für Schritt alles abarbeiten soll. Und der auch, also wir hatten eine Beschreibung vom T-Shirt oder so, 100% Baumwolle, bla 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 und so, schwarz und so. Das ist cool, das kann man damit machen. Aber richtige Blogbeiträge oder Sachen auch bunten, so eine Produktbeschreibung ist ja auch oft so ein bisschen, es soll verkaufen. Also so massenhaft Dinger kannst du machen, die dann überarbeiten oder so, aber gerade so bei Verkaufstexten, auch Blogartikel, die einen weiterbringen sollen und Mehrwert haben sollen, dann wird es halt schon echt schwierig und du solltest dann halt immer davon ausgehen, dass du coole Ideen bekommst, aber maximal 70% macht die AI und der Rest, den musst du dazu schreiben und umformulieren und so, damit das richtig geil wird. Und wenn du das als Dienstleistung anbietest, schwierig. Also gerade auch bei Textbroker. Und ich habe da wirklich auch den Satz beigeschrieben, hey, nimm den Auftrag nur an, wenn du dich damit auskennst. Und was kommt dann? Ich habe mich über mehrere Texter beschwert, weil die Texte einfach sinnlos hintereinander gereihte Informationen waren.
Fiverr gehen und hier ein Produkt anbieten, wo wir eben deutsche Produktbeschreibungen für Shopify-Stores anbieten. Eine Produktbeschreibung wird hier für 20 Euro verkauft, 3 Stück schon für 50 und 10 Stück für 150 Euro. Diese kannst du ganz, ganz einfach mit OpenAI generieren. Natürlich sollten das nicht nur diese 3 Sätze sein, die wir uns vorhin angeschaut haben, aber eben mit mehreren Befehlen das Ganze dann zusammenbauen und wirklich innerhalb weniger Minuten super Texte zu haben, war noch nie so einfach und bietet hier, vor allem wenn man etwas Bezug dazu hat, eine super Möglichkeit. Eine weitere Sache, die ich immer wieder gesehen habe, wo wir auch Leute haben, mit denen wir proaktiv zusammenarbeiten, sind Leute, die mit GPT-3 alle möglichen Blogartikel generieren lassen bzw. Paragraphen dafür generieren lassen, diese dann etwas überarbeiten und für uns, für alle möglichen Unternehmungen, immer wieder Blogartikel so in unfassbarer Schnelle bereitstellen. Natürlich ist diese AI nicht super, also natürlich werden dort Fehler immer wieder aufzufinden sein und die Texte sind vor allem bei längeren Passagen auch manchmal nicht ganz schlüssig, aber das Ganze lässt. Und das ist das Schlimme, wenn du dann halt diese Aufträge eins zu eins einfach weitergibst. Das ist echt schlimm und da solltest du echt aufpassen, wenn du das als Dienstleistung anbietest. Und ich habe diese Texte bekommen, die da nicht ganz schlüssig waren. Fürchterlich, fürchterlich. Lässt sich dann im Nachgang innerhalb von wenigen Minuten meist ausbessern und damit hat man eben ganz schnell eine Grundbasis letztendlich, die man dann selber noch ein bisschen optimiert und damit in kürzester Zeit, wirklich einen Bruchteil der Zeit, wo es von Hand geschrieben worden wäre, verschiedenste Texte. Neben Produktbeschreibungen oder Blogartikeln kann man natürlich auch direkt auf Plattformen wie Textbroker gehen, wo es alle möglichen. Wer bitte? Mach das nur, wenn du die Texte auch optimierst und auch Ahnung vom Thema hast. Ich habe echt gebrochen. Und ich habe so scheiß Texte bekommen. Also von den 10 Aufträgen, die ich gegeben habe. Und einer hat mehrere Aufträge sich sofort. Und die waren alle scheußlich. Der hat sich auch die. Ich habe so eine Anweisung und so, dass ich auch die Metadaten haben möchte und Metatitel und so, weil das ein Blogbeitrag war. Und. Oh. Aufträge gibt rund um das Thema Texte bzw. rund um das Thema Texten. Dort bekommt man dann einige Cent pro Wort, so funktioniert die Abrechnung dort. Wenn man für sich eine gute Möglichkeit gefunden hat, GPT-3 einzusetzen, dann lässt sich das Ganze bestimmt auf ganz, ganz viele Projekte von Textbroker anwenden, wo man dann eben wirklich mit kürzester Zeit einiges an Geld verdienen kann. Methode 2, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Machen wir direkt weiter mit Methode Nummer 2 und in diesem Fall geht es um digitale Produkte, einen speziellen Fall sogar, dazu aber gleich mehr. Warum das Thema digitale Produkte? Digitale Produkte haben einige Eigenschaften, die sie einfach sehr... Wenn du deinen eigenen Videokurs erstellen möchtest, habe ich ein Coaching dafür. Schreib mich einfach auf Instagram an oder so und wir können das auch gemeinsam machen und so komplett von der Entwicklung deines Videokurses über Marketing, Verkaufsseite, Webinare... Ich mache ja auch nichts anderes, zum Beispiel auch mit meinem JetSet Affiliate System. Ne? Also auch wenn du Affiliate Marketing lernen möchtest, ich habe ja schon so viele digitale Infoprodukte erstellt, so viele digitale Kurse. Also kauf dir das JetSet Affiliate System, wenn du Affiliate Marketing lernen willst. Aber sonst, wenn du ein Coaching brauchst, auch gerne bei mir melden. Umgänglich machen bzw. sehr interessant machen. Einerseits können wir digitale Produkte fast jeglicher Form unlimitiert reproduzieren. Also ein PDF, was wir einmal erstellt haben, können wir unendlich oft duplizieren und haben dafür keine weiteren Kosten. An zweiter Stelle steht, dass digitale Produkte heutzutage immer mehr an Wichtigkeit gewinnen, da wir natürlich viel an digitalen Geräten sind, wo digitale Sachen allgemein sehr, sehr wichtig sind. Ich habe jetzt sehr, sehr oft digital gesagt, aber in dem Fall geht es auch um digitale Sachen. Wenn du Geld verdienen möchtest im Internet, ist ja auch ein Großteil deiner Arbeit auch digital. Nämlich digitale Produkte. Ein weiterer Punkt, der das Ganze sehr spannend macht, sind die Tools, die es heutzutage gibt, um digitale Sachen aller Art zu erstellen. Früher war das Ganze noch aufwendig, man brauchte Photoshop, man brauchte andere teure Tools, um so welche Sachen zu erstellen. Heutzutage lassen sich die allermeisten digitalen Produkte mit kostenlosen Tools erstellen. Und vor allem, nachdem ich Adobe Express gesehen habe, vor einigen Wochen, dachte ich mir, das muss ich hier einfach einbauen. Adobe Express ist so etwas wie Canva, eigentlich eine fast direkte Kopie. Es ist letztendlich eine abgespeckte Version von Photoshop, die es wirklich jedem ermöglicht, alles Mögliche digital an Grafiken zu erstellen. Schauen wir uns jetzt mal an, welche Grafiken wir so erstellen können und was wir damit an Geld verdienen können. Ich habe dafür einmal 2 Produkte geöffnet. Da aber auch bitte ein bisschen Talent solltest du schon haben. Ich habe jetzt gerade wieder einen Auftrag raus. Toll, dass ich diese Beispiele habe. Bei Fiverr habe ich einen Auftrag rausgegeben für ein E-Book-Cover.
Das war so schlecht, was ich bekommen habe. Dann habe ich den gefragt, warum sind denn da Hochhäuser drauf auf dem E-Book-Cover? Es geht doch um, ja, das Thema möchte ich jetzt nicht nennen. Dann habe ich ihm zwei Bilder geschickt von Covers, die ich gut finde. Dann macht er mir fünf neue Cover, auch wieder alles so billige, also irgendwo aus irgendeinem Tool. Und keins der beiden Covers, die ich ihm geschickt habe, hat er, da ist er irgendwie drauf eingegangen oder so. Und unfassbar, wie man so an den Kundenwünschen vorbeiarbeiten kann und dann denkt, man kann damit Geld verdienen. Mach es vernünftig oder lass es bleiben. Beziehungsweise zwei Beispiele geöffnet von Etsy. Etsy ist im Allgemeinen ein Marktplatz, wo man alle möglichen Produkte verkaufen kann. Ganz viel auf Etsy ist aber auch digital und das interessiert uns. Ich habe als allererstes diesen digitalen Planer. Dieser digitale Planer ist am Ende des Tages einfach nur ein PDF-Datei, die hier einmal erstellt wurde und wo Leute dann eben mit ihrem GoodNotes-Account oder ähnliches reinschreiben können, also das Ganze ausfüllen können. Wir kennen diese Planer aus dem echten Leben, aus dem physischen Leben, hat das vermutlich jeder schon mal in der Hand und sowas gibt es natürlich auch als in digitaler Version und das muss irgendjemand erstellen. Das ist vermutlich für die etwas Kreativeren unter euch, beziehungsweise die hier etwas mehr Arbeit reinstecken wollen, aber grundsätzlich gesprochen, muss man ehrlich sein, ich würde mich auch mit einigen Tagen Zeit in der Lage fühlen, so einen digitalen Planer zu machen, beziehungsweise so ein PDF anzulegen, das ich dann als digitales Produkt verkaufen kann. Hier wird das in diesem Fall für 13,79 Euro verkauft und wie wir oben sehen, das wurde schon unzählige Male verkauft. Naja, aber das ist nicht das, also wir haben das Thema schon ein paar Mal. Das sind die Verkäufe des Accounts, nicht des Produktes, ne? Das sind die Verkäufe von For Little Leiden und nicht für das Produkt. Also dieser Shop hat schon hunderte, tausende Euros gemacht mit Produkten wie diesem hier. Genau, dieser Shop. Unten sind dann nochmal diese 4.100 Bewertung für den Shop, Bewertung für diesen Artikel. Also da siehst du es nochmal ganz genau. Das solltest du auch nochmal ganz kurz hier unten ganz kurz gucken. Ne? Also der Shop hat schon gute Bewertung und dieser Artikel... Bewertung für diesen Artikel? Zwei Bewertungen gab es da erst. Also glaube ich nicht, dass dieser Artikel so oft verkauft wurde. Und wenn du da halt 3 Tage dran bist, das dir zu erlernen und so etwas zu erstellen, dann musst du das auch weiter nutzen, ne? Kommen wir noch weiter, da wird es sogar meiner Meinung nach noch spannender, denn auf Etsy kann man auch Poster verkaufen, aber nicht Poster, wie wir sie uns im typischen Sinne vorstellen, wie sie an meiner Wand hängen, sondern als digitale Produkte. Und dort wird es natürlich ganz, ganz spannend, weil es gibt so unfassbar viele Poster, die wir ganz einfach selber erstellen können mit Tools wie Adobe Express und auf Etsy verkaufen können. Wir haben zum Beispiel hier einmal, drücken wir mal drauf, eine digitale Datei von diesem Poster für 5,40 Euro. Wir sehen jetzt hier, wir haben auch einige Verkäufe. Ich habe dieses Beispiel rausgesucht, weil es so extrem einfach ist. Und wir sehen hier unten diese Bewertung, dass die Qualität nicht so doll ist, 3 Sterne nur. Also auch Bewertung für diese Artikel, 6 Stück und für den Shop 200 noch was. Also diese 1.900 Verkäufe sind für den ganzen Shop und nicht für den Artikel. Schreib gerne in den Kommentaren, wenn du das anders siehst. Und der Shop hat 224 Bewertungen und dieser Artikel hat 6 Bewertungen und dann nur durchschnittlich 3 Sterne hier vorne, weil die Qualität wohl scheiße ist. Also liefer, wenn du so etwas machst, liefer verdammt geile Qualität. Ist, es gibt da noch vieles mehr davon. Gut, der Chris sagt jetzt nicht, du sollst Scheißqualität liefern, ne? Aber liefer gute Qualität. Was vielleicht etwas teurer auch verkauft wird, beziehungsweise mehr Wert hat, in Anführungszeichen. Aber das hier war einfach perfekt, weil es wirklich so einfach ist. Wir haben hier letztendlich nur eine Schrift drauf, einmal dieses Family und hier unten einmal personalisiert die Namen. Besonders solche personalisierten Produkte bieten sich sehr an, denn diese werden oftmals zum höheren Preis verkauft. Ich habe mich also mal ein paar Minuten hingehockt in Adobe Express, tatsächlich 5 bis 10 Minuten und habe hier einfach ein bisschen rumgespielt und selbst... Aber ich weiß nicht, wer das kauft. Würdest du das kaufen? Also ich habe jetzt... als Geschenk ein Poster gekauft für jemand zu Weihnachten und mit Klebehintergrund und ausgedruckt und keine Ahnung was und es war gar nicht so teuer. Aber das, also auch das, was davor auf dem Etsy-Shop ist, also ich weiß nicht, wer das immer kauft, merkwürdig, aber okay. Irgendwo ist der Markt da, mir muss es ja nicht gefallen als Creator, sondern den Kunden.
ein eigenes Family is Forever Poster erstellt, das letztendlich auch personalisierbar ist. Das Ganze ist natürlich sehr stark inspiriert, aber wenn ich das schaffe innerhalb von wenigen Minuten mit Adobe Express, dann schaffst du das auf jeden Fall mit ein paar Stunden Zeit absolut auch. Was ich persönlich jetzt hier machen würde, ich würde mich einfach mal durch Etsy stöbern und alle möglichen Suchbegriffe rund um den Term digital eingeben. Also digitale Poster, digitale personalisierte Produkte aller Art, Digital Planner. Alles Mögliche, was du finden kannst, einfach mal aufschreiben. Es gibt ja auch andere Plattformen, da kannst du diese Pläne und diese Planer schon kaufen mit Lizenzen und so weiter und einfach noch ein bisschen verändern und dann wieder hochladen. Solltest du auch mal überlegen. Ne? Also das ist sogar legal, weil du da auf diesen Plattformen die Lizenzen kaufst, je nachdem, und dann bearbeiten und dann hier hochladen. Schreiben bzw. anschauen und im besten Fall dann noch... Und gerne abonnieren, gerne die Glocke betätigen. Um kein Video mehr zu verpassen, ne? Tiefer in die einzelnen Sparten hineingehen und eben mal schauen, was gibt es noch für Unterkategorien von digitalen Planern? Was kann ich dort vielleicht mit ganz einfachen Mitteln mit Adobe Express oder Canva erstellen, was eben 100% kostenlos ist? Und wofür sind die Leute eventuell bereit, dann auch Geld zu bezahlen? Und das eben unendlich oft. Denn wie am Anfang gesagt, das Tolle ist, wenn wir einmal so ein Poster erstellt haben, in dem Fall ist es jetzt personalisiert, aber wenn wir einmal einen digitalen Planner erstellt haben oder ein Poster, was eben immer gleich ist, dann können wir es unendlich oft auf Canva für 5, 10, 20, 25 Euro verkaufen und haben keine weitere Arbeit mehr. Das Ganze ist natürlich unglaublich cool und ich denke, vor allem im deutschsprachigen Raum gibt es dort noch einige Dinge, die noch nicht so wirklich besetzt sind. Zum Beispiel Digital Planner auf Deutsch, nur mal so als Idee in den Raum geworfen. Warum nicht? Kommen wir noch zur Methode 3, das ist mit Abstand meine Lieblingsmethode und ich bin mir sicher, dass... Okay, jetzt bin ich gespannt. T-Shirt-Business oder was ist denn los? Einige Leute hier wirklich damit unfassbar viel verdienen werden in Zukunft. Es ist super einfach und es bietet tatsächlich ganz große Möglichkeiten. In dem Fall ist das Keyword UGC. UGC bedeutet User Generated Content, also letztendlich Content bzw. Inhalte, die von Nutzern generiert wurden. Was ist das Ganze? Typischerweise ist das ein Begriff, der oftmals im Marketing bzw. von Marken benutzt wird, wenn sie eben darüber sprechen, dass sie Inhalte bekommen bzw. Inhalte haben, die Leute mit ihren Produkten produziert haben. Das bedeutet also, wenn ich jetzt auf Instagram ein Foto mit meinen AirPods hier poste, dann wäre das zum Beispiel User Generated Content für Apple und Apple freut sich natürlich darüber. Solcher Content, wo Produkte in natürlichem, organischem Umfeld gezeigt werden, sind natürlich oftmals einfach sehr gut, um Einfluss auf andere Konsumenten zu haben, die sich dann auch dazu entscheiden, oh ja, der hat da seine AirPods rumliegen, das ist vielleicht ein ganz interessantes Produkt oder hole ich mir das auch einfach mal, was ist das denn eigentlich? Also am Ende des Tages einfach eine kleine Werbeanzeige für die Marke. Was die Marken mittlerweile in den letzten Jahren auch ganz gerne machen, sind diese Bilder bzw. Videos dann direkt für Werbeanzeigen zu verwenden. Wir sehen das immer mehr auf Instagram und auch TikTok und auch Facebook, aber auch YouTube, wo wir wirklich Werbeanzeigen haben, die einfach nur echte User-Videos bzw. dieses echt in Anführungszeichen, echte User-Videos oder Bilder sind. Sagen wir natürlich wirkende Videos, oder? Die das Produkt bzw. die Produkte in ganzer Natürlichkeit zeigen. Am wahrscheinlichsten habt ihr das Ganze schon mal von Dr. Smile gesehen, der sehr, sehr verbreitet machen, wo sie eben User-Videos verwenden, wo Leute sagen, wie so zufrieden sie sind mit ihren Zahnschienen und das dann so als Instagram-Story-Ad zum Beispiel schalten. Wir wissen also jetzt, was UGC ist und wir wissen, wie das Ganze eingesetzt wird. Warum ist das jetzt interessant? Leute wie ich, die Marken oder Shops haben, mit denen sie Werbeanzeigen schalten, lieben diese UGC-Videos oder Bilder, da man sie unfassbar gut einsetzen kann und sie typischerweise wirklich gute Ergebnisse erzielen. Jetzt habe ich schon vorhin gesagt, echt ist dort oft in Anführungszeichen zu setzen, denn diese UGCs werden oftmals von Agenturen oder ähnlichen bezahlten Leuten produziert und die sind gar nicht so organisch, wie sie eigentlich wirken. Jetzt ist das Tolle, das bietet dir eine... Ich habe da vor drei, vier Jahren oder so auch mal etwas gemacht im Bereich Affiliate-Marketing. Meine Mastermind kennt dieses Projekt. Sehr, sehr coole Möglichkeit, echt.
unfassbar große Chance, dort dabei zu sein, denn das ist noch nicht so wirklich verbreitet, beziehungsweise so auf YouTube oder ähnliches hört man recht wenig dazu. Bei Agenturen zahlt man regelmäßig mehrere hundert Euros für solche UGC-Inhalte und das ist leider für viele Marken einfach nicht machbar. Darum habe ich mich mal auf Fiverr umgeschaut und glücklicherweise hier auch etwas gefunden, wo Leute genau das umsetzen, was ich euch auch empfehle, nämlich UGC-Videos beziehungsweise Bilder zu machen. Und diese Ich habe die Dinger so bei Fiverr gekauft damals. Teilweise für 5 Dollar, 10 Dollar das Stück. Machen das hier schon. Auch und so 30 Wörter oder so oder 60 Wörter und so weiter. Ich habe sehr, sehr viel Geld mit verdient. Aber mittlerweile sind die schon sehr teuer geworden. Du siehst es gerade hier. Also ich habe das für mein Marketing genutzt, fürs Affiliate-Marketing. Immer noch einen wirklich ordentlichen Betrag, 150 Euro für ein UGC-Video, was 10 bis 30 Sekunden lang ist. Wenn wir hier weiterschauen, zwei Stück kosten 300 und drei Stück kosten 350. Ihr könnt euch das Ganze noch im Detail anschauen. Aber was so, ich passiert, muss mal ganz kurz stoppen hier. Ich höre jetzt gerade gar nichts. Was ist hier los? Ich habe doch gerade erst aufgeladen. Hallo? Mal ganz kurz. Oder wir machen das so. Das ist ein tolles Thema. Das Video ist jetzt gleich sowieso in ein paar Minuten. Würde ich sagen, komm, das Thema ist mega geil. Schau dir sonst das ganze Video an von Chris, wenn du jetzt noch dran bist. Und eigentlich waren alle drei Themen interessant. Die AI war interessant, dann auch mit den Grafiken, wenn du das vernünftig machst, oder diese Planer und auch das drei richtig geile Strategien. Ich freue mich, dass ich dieses Video mit dir zusammen anschauen konnte. Gerne abonnieren. Ich habe hier noch zwei weitere Videos, auf die ich reagiert habe. So, ich bin raus. Ciao.